und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind bei der Prozentrechnung und heute machen wir einen kleinen Exkurs. Wir sind nämlich beim Agio und beim Disagio. Mal abgesehen von den zwei Namen ist das eine ganz einfache Sache. Also, das Agio bezeichnet man als Aufgeld. Okay? Und das Disagio, ihr könnt es euch schon denken, das ist das Abgeld. So, und es ist total einfach. Stellt euch vor, ihr kauft eine Schuldanleihe oder irgendetwas. Es spielt keine Rolle. Das Ganze kostet 10.000 Euro. Das heißt dann, das ist der Nennwert. Also das, was es wirklich wert ist. Aber derjenige, der euch das verkauft, der möchte dafür, dass er euch das vermittelt, möchte er 4% Agio. Okay, so, was bedeutet das? Das bedeutet, du zahlst die 10.000 Euro Nennwert plus 4%. Das ist das, was du ihm bezahlen musst, damit du die 10.000 Euro bekommst. Das heißt also, ist ja schnell gerechnet, ne? Zwei Nullen weg. Das heißt, du zahlst 10.000 Euro plus 4% von 10.000, also 400 Euro. Du erhältst aber nur den Nennwert 10.000. Und man könnte sagen, diese 400 Euro, ich unterstreiche sie mal nur einmal, das ist die Gebühr dafür, dass du dieses Geschäft durchführen kannst. Und was bezahlst du? Du bezahlst 10.400 Euro. Das ist das Aufgeld, weil du mehr bezahlen musst, als du bekommst. Okay? Disagio funktioniert etwas anders. Du möchtest 10.000 Euro bezahlen, das ist dann der Preis. Du erhältst aber den Nennwert minus der Gebühr. Das heißt, wenn wir jetzt wieder ein Disagio von 4% nehmen, dann rechnen wir 10.000 Euro minus 4%. Also rechnen wir dann 10.000 Euro minus 400 Euro und du erhältst nur 9.600 Euro Nennwert. So funktioniert das Ganze. In beiden Fällen handelt es sich um eine Gebühr. Zweimal liegt die Gebühr bei 4%, 10.000 Euro, also sprich bei 400 Euro. Aber beim Aufgeld zahlst du es obendrauf und erhältst den Nennwert 10.000. Und beim Disagio wird vom Nennwert die Gebühr abgezogen. Das heißt, dein Nennwert sind nur 9.600. Das ist Agio und Disagio, beziehungsweise Aufgeld und Abgeld. Okay, das war's.